Das Kabinett hat am Dienstag eine Bundesratsinitiative zur besseren Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin in deutschen Kliniken beschlossen. Es ist geplant, den Antrag am 18. September in der nächsten Sitzung der Länderkammer einzubringen. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich das System der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin nicht bewährt. Die Landesregierung fordert daher eine flächendeckende pädiatrische Versorgung und die dafür entsprechenden finanziellen Voraussetzungen. In den vergangenen Wochen war das Parchimer Asklepios Klinikum und seine 2019 geschlossene Kinderstation in den Fokus der Diskussion gerückt. Eine dort für April geplante Tagesklinik für junge Patienten ist bisher nicht eröffnet worden.